Jutschi, Leute, willkommen zurück zu meinem Let's Play Shop Zelda The Wind Waker. Zu Spezialfolge Part 2. Oder Teil 2, ist egal. Naja, dann wollen wir mal hier Hau den Lukas machen oder Ordinar was und. Ach, ihr schon wieder. Na toll. Okay. Dann wollen wir mal die abschießen. Steck den Hammer weg und... Alter, ich hasse es, wenn er diese Ego-Perspektive geht, weil er sie nicht anvisiert. Ach, Alter Schwede, ich sehe schon. Warte, gibt's Barbecue. Mit Link. Nur er ist auf dem Grill. Die haben sie voll auf ihn eingeschossen. Alter. Was soll das? Hallo? Jetzt genug von Grilling, ja? Oh Mann! Was sollen die eigentlich darstellen? Sieht aus wie diese Vögel da mit großen Sternen. Tupac? Oder Tupac? Oder. Irgendwas mit Tu. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also diese mit dem Bananenschnabel. So. Mach wieder ins Loch. Mach wieder eins auf James Sunderland. Tja, was erfahren uns hier? Na, da geht die Party auch wieder ab. Ah ja, kommt mal her. Wollen wir mal zeigen, wo der Moblin seinen Schwanz hat. Hinten. Nicht, was ihr hier denkt. Und einmal vermoppen wir die Monster so gern, weil sie uns so vermoppen würden. Wir haben auch leider nicht die Chance. Ja, ich wollte schon sagen, jetzt machen wir weiter. Ja, sorry Leute, das ist leider mehrere Loop-Zeit. Sie ist dann als eine Art Zwischenpause, wenn es wieder anfängt. Aber diese ganzen Goblins oder wie die heißen, die Bobing müssen die heißen. Hätte man ja viele von diesen Glücksamulette abgreifen können, aber. Was ist scheiße Zombies? Das ist auch scheiße, Stalfors. Die You Spin Me Right Round machen. Und was ist noch schlimmer? Ja, beides zusammen, wie ihr seht. Geht das? Natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Und ich dachte, Feuer tötet Zombies. Aber nö. Ja. Na, komm mal her. Ja. Deswegen. Weg hier. Ich will von euch nicht zerkaut werden. Na, bitte, funktioniert doch. Problem ist nur, wenn man den Zombies nahe kommt, schreien sie wieder an. So wie jetzt. Ah! Wie kannst du es wagen, mir so unter die Augen zu treten? Als Maulzombie und sterb. Jetzt passt die Musik gut dazu. Halt die Klappe um, geh endlich kaputt. Du bist doch nur ein Haufen trockener Knochen. So. Oh, was seid ihr dran? Hallo. Alter, die schreien auch so eklig. Jetzt was hörst du mal diesmal nicht. Weil ich hört sich echt ekelhaft. Ja, da musste gerade die Musik kurz aussetzen, weil auch erstmal geschockt war. Und wie soll das eigentlich gehen? Man hört ja gar nichts. Ach ja, nochmal herzlichen Dank dir, mein lieber Capture, dass du den Ingame-Song nicht aufgenommen hast und ich deswegen jetzt das machen muss und. Oh nein, das ist noch schlimmer als Mob im ein Nimbus. Also nehmen wir es gerade. Und was ist noch schlimmer? Alle beiden zusammen. Naja. Ich würde sagen, heute gibt's Grillhaxe. Ja. Komm mal her. Ich werde erstmal die erledigen,
bevor die Minimus gerade meint, ach, ich mische mich ein, was sie jetzt tun. Ja. Wow, 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 wow. Ich kann hier auch... Was hat mich denn jetzt getroffen? Egal. Okay. Toll. Eine Partie Tennis. Und ich bin wohl der Tennisball, was? Oh, vergiss das, Leute. Ich hab keinen Bock auf euch. Schade. Schade, dass dieses Holy Fire leider nicht bei Spike Princess der Fall ist. Ich finde das immer so geil, wenn sich jemand gegenseitig umhauen. Aber jetzt hauen die mich um. So, jetzt mag ich nackig. Aber, ich verstehe aber immer noch nicht, warum ich erst den komischen Gürtel klauen kann, wenn sie ihren Helm verloren haben. Ja. Warum ich das mache? Naja, um mein Ego zu streichen. Hey, ich habe einen Nimbus zu Ritter sein Gürtel geklaut. Da stellt jemand heruntergelassen Hosen da. Obwohl, das ist noch nicht viel, weil er hat... Er hat irgendwie so eine Art Kittel an. So, kann man das nochmal addieren? Ja, aber so ist hier was. Ja, das hat man Fuß abbauen. Oh, noch irgendwas, was kaputt geht? Nö, dann wieder ab ins Loch. Ich wüsste aber zu gerne, warum Link immer schreien tut. Ach nein! Ja, machen wir das wieder, weil. Ja, runter mit Link, stell dich so an. Medizin soll nicht schmecken, es soll helfen, ja? Und wieso war da so eine elektrische Sperre? So. Jetzt habe ich mal richtig die Feuerpfeile. Uah, da kommt so ein Typ an, der da kriegt. So. Ein Feuerfallen sind da hinüber. So. Komm. Tanzen wir mal eine Runde. Das sehe ich jetzt erst. Ihre Rüstung ist ja ziemlich poliert. Tatsächlich, sie haben sowas wie einen Kittel an. Brauchst du ja keine Sorgen machen, wenn ich ihren Gürtel klaue. Ich ging immer davon aus, das wäre wirklich so ein Halsschmuck, so ein Halsband. Naja, ich meine, hey, ich kann ihn die erste beklauen, wenn ich ihm den Helm abgeschlagen habe. Na, komm mal her. Komm, du Karate-Kid-Boy. Nö, da kann ich nicht hin. Hallo. Sollen sie eigentlich darstellen? Also, die erinnern mich wirklich an Dobermänner. Vielleicht ist das ja Nubis. Seine Brüder und Schwestern. Ja, können ja auch gut Frauen sein. Also, ich meine, Hündin sieht man ja auch nicht an welche. Ich meine, Hündin sieht man auch nicht an welchen Geschlecht sie angehören, oder? Okay, wenn man. Doch. Kann man doch so erkennen. Trick ist, was ich gesagt habe. Bomben. Ist nicht wahr. Dezenter Hinweis. Star Force mögen keine Bomben. Autsch. Ja. Doof ist ja. Ja, wie ihr seht. Dann wisst ihr, was ich meine mit doof. Das ist ja die Donnerblume bei... sag mal, automatisch explodieren. Wenn man sie mit dem Schwert haut. Komm her. Wow. Ist mir jetzt aber scheißegal, wie viele Scheiße eigentlich hinter mir haben. So scheißegal war es mir eigentlich auch nicht. Ja. Wenn schon die Donnerblumen hier wachsen, dann können wir sie auch nutzen, oder? Wieso sich Stylefors einbilden, sie wären Bellpets, verstehe ich zwar nicht, aber egal. Und das war es aus und ich kann nur da runter hin und
Ja. Aber die haben es... Hm? Okay, es sind nur 4, nicht 5. Feuer? Och. Moment mal. Natürlich, ein Flammenwerfer. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Und ich habe euch wieder beklaut. Komm her. Autsch. Ne, das war's mir wert. Da soll ich doch froh sein, dass die Drillhöhle ein... Ja, Drillhöhle. Die Drillhöhle... Moment mal, habe ich tatsächlich allen Ernstes in... Oh nein. Drillhöhle. Ich habe tatsächlich allen Ernstes eine, sag mal, ein paar Drillhöhle genommen. Also mit Tee. Alter, was zur Hölle? Egal. Kann ich ja immer noch abändern. Da war auch eine Leistung. Jemand hat tatsächlich Drill und... Drill, also... T-H-R und D-R, also, ja, D-R, nicht D-R, wirklich verwechseln tut. Oh. Und ich merke es auch nicht mal. Ja, ich muss ja was saufen. Aber ich sollte vielleicht auch froh sein, dass sie die Drillhöhle also ein bisschen abgeschwächt haben. Wie war das eigentlich nochmal? Muss man wirklich 50 Level schaffen, um zum Triforce zu kommen und dann noch 10 oder 20 weitere, um das Herzhals zu kriegen? Obwohl, Leute, ich sag's euch gleich, oder ich hab's ja schon verraten, hier kriegt man kein Herzteil. Das haben sie abgeändert. Ja, kommt mir her. Na los, haut euch doch gegenseitig. Na siehste, geht doch. Dieser solche Kameradenschweine, kann das sein? Ja. Huch, da ist ja noch einer. Aua. Ihr, hast du eigentlich mal genug? Nein, wenn nicht. Da fühlt man sich auch echt Hunde elend, was? Wo bin ich jetzt? Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft und hier krieg ich... Du hast den Heldentalisman gefunden. Mit ihm bekommst du einen Blick für die Energie deiner Feinde. Dieses Feature gab es in den GameCube-Versionen nicht. Und das heißt, jetzt hat Link so seine Maske, wo er halt ab in den Fahrstuhl übrigens, wo er jetzt einfach erkennen kann, sag mal, wie viel, ja, die Lebensbalken erkennen kann, oh Mann. Ja, ach ja, hier habe ich doof gesucht, wo ist das Teil denn? Bis, ach, da ist es, und, ja. Wollen wir es mal einschalten? Und es sieht komisch aus. Und Link sieht auch komisch aus. Jetzt hat er einen Bart. Oh Mann, Hilfe. Dafür das Ganze? Na egal. Tja, Leute. Oh, wir haben es geschafft. Der Part ist jetzt zu Ende. Ich entschuldige mich nochmals, aber da kann ich leider nichts machen. Tut mir echt leid. Ich hoffe, das kommt nicht so häufig vor mit Capshi. Hast du gehört, Capshi? Böser Capshi. Naja, also, dann, zieh mal da ne.